Ich werde mein Kind nicht auf das unsrige Schulsystem schicken. Und ich möchte mit euch meine Gedanken teilen. Ich bin schockiert, denn ich habe eine Geschichte davon gehört, was gerade in deutschen Schulen passiert. Und ich möchte all das in 2, 3 Grundgedanken mit euch teilen. Ich habe mich gerade vor kurzem mit einem Freund gestritten, der gesagt hat, Darius, du übertreibst. Aber ich sehe das nicht so. Ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nicht übertreibe. Ich habe das Gefühl, dass ich die einzige Person bin, die konsequent zu den Dingen steht, die ich für richtig halte. Die sich damit nicht überstimmen lässt von Autorität oder Social Proof. Ich werde, dass mein Kind in der Gesellschaft angesehen ist. Und ich werde jeden Schritt gehen, in das Land ziehen, in das ich muss, um diesen Schritt tun zu können. Das heißt nicht, dass ich mein Kind nicht auf eine Schule schicke, dazu später. Aber es gibt eine Schule, die ihr so nennen könntet als das Schulsystem der Elite. Ich habe gerade gestern mit meiner Frau gesprochen und die war schockiert. Ihre beste Freundin wohnt in Deutschland, die ist verheiratet in Deutschland. Und ihre Tochter hat teilgenommen am Sexualkundeunterricht. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Und es fing damit an, dass gesprochen wurde bei wirklich weit minderjährigen Kindern darüber, wie Sex aussieht, wie man den hat, aber nicht nur das. Es wurde auf verschiedene Eigenarten eingegangen. Ich habe den Scherz gemacht, dass ich Pornos noch nicht gesehen habe, über die Dinge, die dort in der Schule besprochen wurden. Es wurden Sexualpraktiken wie anal, wie oral, wie alles Mögliche. Wir reden hier von mehreren Personen. Die wurden durchgegangen und angesprochen, aus welchem Grund auch immer. Unter dem Deckmantel der Wissenschaft. Wir sind in einer aufgeklärten Gesellschaft, richtig. Eine Gesellschaft, in der man verschiedenste Sachen nicht sagen darf, aber jeden über jede mögliche Position aufklären muss. Es wurden Spielzeuge gezeigt. Spielzeuge. Ich sage den Begriff so, wie er dort benutzt wurde. Ich habe mich entschieden, dass das ein Punkt ist, den ich nicht mehr akzeptieren möchte. Das ganze Schulsystem an sich ist fehlerhaft. Jeder von euch weiß das. Es reicht 10 Minuten, sich damit zu beschäftigen und ihr hört, wer das Schulsystem gepusht hat. Es war ein Rockefeller, der unter anderem folgende Aussprüche gesagt hat. Er sagte dem Sinn nach etwas wie, ich möchte eine Nation aus Arbeitern, nicht aus Denkern. Das ganze Schulsystem geht nicht darum, dass man euch in Anführungszeichen unterrichtet, entsprechend eurer Fähigkeiten. Es geht darum, dass man euch zu Sklaven erzieht. Es geht nicht darum, dass man guckt, wie klug seid ihr, sondern es geht darum, dass ihr eine Art von Bulimie lernen tun müsst. Ihr müsst über massivsten Zeitaufwand, der sich am fleißigsten versklavt, kriegt die besten Noten, müsst ihr euch Wissen eintrichtern lassen, dass ihr dann komplett vergessen könnt, dass ihr eigentlich nie wieder braucht, unabhängig von dem, was ihr machen wollt. Es geht darum, dass man für einen Test einen Fisch auf einen Baum klettern lässt und jeden nach der Zeit bemisst. Ihr könnt kreativ sein, ihr müsst trotzdem, um mit den anderen konkurrieren zu können, um soziale Anerkennung zu bekommen, müsst ihr in, sagen wir, mathematischen Fähigkeiten gut sein. Ihr müsst in Physik mit den anderen Kindern mithalten können. Und während wir darüber sprechen, ist das so, dass es dann Leute dort gibt, ich sage euch das als Lehrer, die eure Kinder unterrichten, die ich niemals respektieren kann. Ich habe Lehramt studiert. Ich kann euch sagen, wer Lehramt studiert. Leute wie ich. Ich wollte boxen. Ich habe gedacht, wie kann ich am einfachsten mein Leben mit Dingen verbringen, die ich machen möchte? Ah, ich studiere einfach Lehramt. Meine Oma war Lehrerin, die Frauen in meiner Familie waren Lehrer. Sie haben gesagt, guck mal Darius, du kriegst 60% Pension, man kann dich nicht kündigen, du kannst dich krank melden, so oft du möchtest, du hast jeden einzelnen Vorzug. Das heißt, ihr habt eine Gruppierung aus schwachen Leuten, die eure Kinder erziehen. Das sind teilweise Leute mit den Ansichten, die von Natur aus liberal sind, die von Natur aus faul sind, die von Natur aus den Weg des geringsten Widerstands gehen und die ihr eigentlich nicht mal ansatzweise um eure Kinder rumhaben wollt. Das sind Lehrer teilweise, das versichere ich euch aus Erfahrung, mit denen würdet ihr keine 5 Minuten reden wollen. Und das ist bei uns so, wir haben uns von der Hälfte des Studiums damals distanziert, eine von der anderen Seite, mit denen ihr keine 5 Minuten reden wollt, die dann über Stunden, 8, 9, 10 Stunden pro Tag eure Kinder indoktrinieren, die ihnen Dinge zeigen, die ihnen erklären, wie die Welt aussieht, die dann einen Lehrauftrag haben und das auf eure Kinder in Anführungszeichen loslassen. Das ist wirklich das, es ist Loslassen. Und die Frage, warum wollt ihr das? Wenn Bildung wichtig ist? Deutschland hat den fucking PISA-Schock gehabt. Wir haben das neulich gehabt, die Deutschen können nicht mal mehr richtig lesen. Die können nicht mal mehr richtig schreiben. Wenn ich meine Kommentare lese, teilweise von den Jungen, die sich beschweren, die Liberalen, die Grünen, das Einzige, was ich manchmal schreiben möchte, ich kann da gar nicht wütend drüber sein, was die schreiben. Ich will einfach deren Kommasetzung verbessern.
Es ist der Punkt, den wir haben. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dann sagt er, ja, aber ich muss ja den Weg gehen. Jeder Sklave muss. Und nochmal, wenn ihr euch jetzt fragt, was machen andere? Und das war der Punkt, der mich geschockt hat. Das Schulsystem bringt euch null voran. Es gibt verschiedene Leute, die einen massiven Wohlstand aufgebaut haben. Ich möchte euch Beispiele nennen. Ein Warren Buffett, ein Jeff Bezos, die Gründer von Google, Larry Page, der Gründer von Wikipedia. Es sind Leute, die unser Schulsystem nicht besucht haben. Das sind Leute, die sind auf andere Schulen gegangen, auf freie Schulen beispielsweise, auf beispielsweise die Montessori-Schule, ähnlich die Royals. Die Leute, die wirklich Geld haben, die wissen, dass das Schulsystem scheiße ist. Die wissen, dass es euch nichts bringt, sich plump Wissen einzutrichtern. Warum wollt ihr euch dann am Ende irgendwem unterordnen? Was habt ihr davon? Das Beispiel, die Montessori-Schule hat einen Grundsatz. Der Leitsatz der Schule, glaube ich, lautet, zeig mir, wie ich dieses Problem lösen kann. Es geht nicht darum, dass du ein Problem löst. Es geht darum, dass du im Kopf dich nicht mit diesem depressiven Grundgedanken von, oh, ich bin nicht gut genug, zufrieden gibst, sondern dass du dir die Frage stellst, okay, angenommen, ich kriege alle Ressourcen. Angenommen, ich habe alles Mögliche zur Verfügung. Wie könnte ich schaffen, dieses Problem zu lösen? Proaktiv. Das ist das, wo unter anderem dann ein Prinz Charles, ein Prinz William auf die Schule gegangen ist. Das sind Leute, die lernen, dann später andere zu führen. Und ihr schickt euer Kind in das Schulsystem, wo es von morgens bis abends unter Stress steht, wo es dann dem sozialen Druck standhalten muss, wo ihr es anschreit, weil es eine 2 oder eine 3 kriegt, weil es der langsamste Sklave ist unter allen. Und das ist der Punkt, wo ich mir gedacht habe, warum sollte ich das machen? Sollte ich mich sozial anpassen? Und missversteht das nicht. Bildung ist das wichtigste Werkzeug, das es gibt. Ich weiß, dass ich als Vater nicht in der Lage bin, dass ich im Grunde genommen die Zeit dafür aufwende. Ich bin zu beschäftigt mit anderen Dingen. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Aber wenn ich keinen anderen Weg habe, dann werde ich alles tun, dass ich mein Kind zumindest auf eine freie Schule schicke. Dass ich mein Kind mit einem Grundsystem unterrichte, das ihm sagt, dass er nicht einfach blinde Autoritäten hören soll. Dass der Lehrer, nur weil er vorne steht, in den meisten Fällen ist jemand, der keinen anderen Job kriegen konnte. Wir haben keinen NC in irgendeinem Lehramtsstudium. Wenn du Mathelehrer auch nur irgendwie durchkommst, und der erste Satz, der uns gesagt wurde, war, jeder von euch, der jetzt hier zuhört und die Prüfung schreibt, ihr werdet nie wieder die Dinge brauchen, die ich euch hier zeige. So beginnt das Mathestudium. Ihr werdet die Dinge nie wieder brauchen. Das braucht ihr, um Lehrer zu werden. Um am Ende 3+3 zu unterrichten. Könnt ihr euch das vorstellen? Nochmal, wenn wir darüber sprechen, dann sind das Dinge, die euch klein halten. Ihr seid es dann gewohnt, dass ihr euer Kind eintrichtert. Aus reinem sozialen Druck, damit der Nachbar nicht denkt, oh mein Gott, ich bin feige, oh mein Gott, ich bin faul, oh mein Gott, ich versage als Elternteil. Dafür zwingt ihr eurem Kind das Sklaven-Mindset rein. Euer Kind lernt nicht, irgendwelche Autoritäten zu hinterfragen. Euer Kind lernt nicht, dass es vielleicht manchmal logische Grundsätze gibt, die man anzweifeln sollte. Ich zweifle verschiedene Dinge an. Ich glaube, dass es Dinge gibt, als blödes Beispiel, die nicht so sind, wie sie in der Schule unterrichtet werden. Das Ding ist, ob das wahr ist oder falsch, spielt überhaupt keine Rolle. Ich sage nicht, dass ich die Wahrheit gepachtet habe. Ich bin gerne bereit zu glauben, dass ich mich irre. Aber ich bin zumindest in der Lage zu sagen, Moment, das, was da passiert, das zweifle ich gerne an. Und dieser blinde Gehorsam, nachdem ich gesehen habe, wie Menschen sich unterwerfen, wie sie im Grunde genommen eine gelernte Unmündigkeit haben, weil sie von klein auf eingetrichtert bekommen, dass manche Dinge einfach blind angenommen werden sollen, dass man die nicht hinterfragen soll. Da ist es so, dass das nicht die Eigenschaften sind, die ich bei meinem Kind schätze. Es ist nicht so, dass ich jemanden schätze, weil er sozial angenommen wird. Ihr seht das. All die Dinge, die ich sage, mir ist fucking egal, ob ihr mich mögt oder nicht. Mir ist fucking egal, ob ihr denkt, dass ich die richtige Einstellung habe. Mir ist wichtig, dass ich nach meinem Wissen und Gewissen die Werte teile, die mich ausmachen und dass ich versuche zu sagen, stopp, bis hier und nicht weiter. Und das ist der Punkt, als ich gehört habe, wie man jetzt Kinder indoktriniert, was man ihnen in der Schule zeigt, dass ich gesagt habe, das ist nicht der Weg, den ich möchte. Das ist nicht das, was ich bei meinen Kindern möchte. Und dann wurde mir erzählt, jetzt, wenn wir auf den Fall eingehen, dass das junge Mädchen sich auch dagegen gesperrt hat, wo es darum ging, dass man das Kind mit im Grunde genommen Sexualpraktiken indoktrinieren wollte. Und sie hat gesagt, dass sie pansexuell ist, hieß es, glaube ich. Nicht sexuell, wenn ich das richtig verstehe. Und dann hat meine Frau gesagt, immerhin. Ich habe gesagt, na, nicht immerhin. Ich will nicht, dass mein Kind überhaupt sich mit solchen Dingen auseinandersetzt. Ich will nicht, dass es glaubt, dass es von klein auf irgendwie, von klein auf lernt, dass Sex dazugehört.
Dass irgendwie das ist, worauf man hinarbeitet. Und das sind alles Dinge, wo ich euch gar nicht meine Meinung vorschreiben möchte. Ich möchte euch nicht sagen, dass was ich denke richtig ist. Ich möchte euch sagen, dass ich hier meinen Schritt gezogen habe und gesagt habe, ich werde den Schritt nicht gehen. Ich habe neulich mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, wir haben exakt aus diesem Grund Deutschland verlassen. Aber bei all den Sachen, ich möchte, dass ihr zumindest drüber nachdenkt. Dass ihr euch fragt, warum werden die Dinge so gemacht und dass ihr euch auch eine Frage stellt. Ihr habt euch vielleicht angeschaut, was in der Welt passiert, wie sich gewisse Dinge verändern. Als blödes Beispiel, das Handy hat sich verändert. Überlegt euch, wie sich das Auto in den letzten 10 Jahren verändert hat. Nun. Überlegt euch, wie jeder Bereich, Computer, Smartphones etc., wie die heutzutage aussehen und wie sie damals ausgesehen haben. Und jetzt überlegt euch, wie die Schule damals ausgesehen hat und wie sie heute aussieht. Und falls ihr jetzt fragt, warum hat sich das Schulsystem nicht entwickelt, dann ist die Antwort einfach, weil das Schulsystem funktioniert. Ihr alle bekommt eingetrichtert, ein Sklave zu sein und ihr alle seid Sklaven. Ihr alle verbringt euren Tag in der Schule von morgens bis abends, ohne zu hinterfragen, was ihr dort macht, ohne zu hinterfragen, was ihr lernt. Ihr macht das, weil ihr es müsst. Und ihr kümmert euch nicht darum, dass euer Kind vielleicht lernt, selbstständig etwas herauszuarbeiten. Ihr lernt nicht, dass euer Kind vielleicht mit anderen Grundeinstellungen viel, viel besser beraten werde. Sondern was ihr macht, ist, dass ihr blind daran glaubt, dass das System besser weiß, was ihr machen sollt und dass ihr auf einen dem Sinn nach wohlwollenden Diktator hofft. Das ist das, was ihr macht. Und das ist das, was ich für falsch halte immer. Aber es ist nur meine Meinung. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Aber für mich steht meine Entscheidung fest.